Pulsen variieren enorm. Diese Bandbreite ergibt sich durch geringfügige Veränderungen der Grundannahmen, mit denen die Modelle errechnet werden. Ich weiß, wie man Klimamodelle erstellt. Mit einem mathematischen Modell und ein paar modifizierten Werten kann man alles darstellen. Man kann es wärmer machen oder kälter, indem man Dinge ändert. Für den Laien sehen die Computermodelle beeindruckend aus. Häufig geben sie wilden Spekulationen über das Klima Nahrung. Sie wirken streng wissenschaftlich und sie liefern den Medien eine Fülle spektakulärer Geschichten. Als langjähriger Journalist wundere ich mich, wie bei diesem Thema die grundlegenden journalistischen Prinzipien missachtet werden. Es gibt eine ganze Generation von Umweltreportern und Journalisten. Und wenn die Geschichte der globalen Erwärmung den Bach runtergeht, dann war es das auch mit ihrem Job. Die Berichte müssen immer dramatischer werden. Denn glücklicherweise gibt es noch ein paar gestandene Nachrichtenredakteure, die erkennen, dass etwas schon vor 5 Jahren so gesagt wurde. Deshalb muss es nun viel, viel schlimmer kommen. Der Meeresspiegel bis nächsten Dienstag um 3 Meter steigen oder so. Sie müssen immer schriller und schriller werden. In den Medien ist es mittlerweile üblich, jeden Sturm oder Hurrikan auf die globale Erwärmung zurückzuführen. Aber lässt sich das wissenschaftlich begründen? Das ist reine Propaganda. In jedem meteorologischen Lehrbuch kann man nachlesen, dass die Ursache von Wetterstörungen der Temperaturunterschied zwischen den Tropen und den Polargebieten ist. Erwärmt sich das Klima weltweit, wird die Differenz kleiner. Das würde bedeuten, dass es weniger Stürme, weniger Schwankungen gibt. Aber das klingt nicht nach Katastrophe. Deshalb wird uns das Gegenteil erzählt. Manchmal wird behauptet, selbst ein leichter Anstieg der weltweiten Temperatur könnte zu einem katastrophalen Abschmelzen der Polkappen führen. Aber wie war das in der Vergangenheit? Wir können das Klima von Grönland über tausende von Jahren zurückverfolgen. Vor 1000 Jahren war es dort viel wärmer als heutzutage. Und dennoch gab es keine dramatischen Abschmelzungen. Selbst wenn wir den Permafrost nehmen, ein erheblicher Teil des Permafrostes, die Eisschicht unter den russischen Wäldern etwa, taute vor 7 oder 8000 Jahren viel stärker auf, als wir das heute beobachten. Wir haben hier also eine weitere historische Vorlage und die Welt ging davon nicht unter. Professor Sion-Ishi Akasofu ist Direktor des Internationalen Arktischen Forschungsinstitutes in Alaska, das weltweit führend ist. Professor Akasofu behauptet, dass die Polkappen im Laufe der Zeit auf natürliche Weise größer werden oder schrumpfen. Es gibt immer wieder Berichte über große Eismassen, die vom Rand der Antarktis brechen. Das muss es schon immer gegeben haben. Doch heute haben wir Satelliten, die das dokumentieren können. Und deshalb wird es zur Nachricht. Das Fernsehen zeigt im Zusammenhang mit der globalen Erwärmung immer große Eisbrocken, die von den Gletscherkanten stürzen. Dabei wird vergessen, dass Eis immer in Bewegung ist. Diese Satellitenbilder der NASA zeigen die gewaltige natürliche Ausdehnung und Abschmelzung des Polareises in den 90er Jahren. In den Nachrichten sieht man häufig Bilder von der Arktis, die abbrechende Eisberge zeigen. Verschwiegen wird dabei, dass das in der Arktis so natürlich ist wie anderswo im Herbst die fallenden Blätter. Ich werde immer gefragt, ob ich von den Gletschern wegbrechendes Eis gesehen habe. Ja, das habe ich. Das ist Frühjahrsabbruch. Den gibt es jedes Jahr. Die Presse möchte immer Beispiele für die Treibhauskatastrophe sehen. Und ich sage dann, die gibt es nicht. Auch für das Ansteigen des Meeresspiegels wird gewöhnlich der Klimawandel verantwortlich gemacht. Aber ist das wissenschaftlich bewiesen?
Veränderungen der Meereshöhen werden im Allgemeinen durch zwei Faktoren bestimmt. Der erste ist der sogenannte lokale Faktor, das Verhältnis zwischen Meer und Land. Dieser hat häufig mehr mit dem Steigen oder Fallen des Landes zu tun als mit dem Meer. Aber dann gibt es noch die sogenannte eustatische Schwankung, eine weltweite Veränderung der Meeresspiegel aufgrund thermischer Ausdehnung der Ozeane. Mit schmelzendem Eis hat das nichts zu tun. Der Prozess ist so langsam, dass es länger als ein Menschenleben dauern würde, auch nur die Anfänge davon zu entdecken. Zudem wird vorgebracht, selbst ein geringer Temperaturanstieg werde in der nördlichen Hemisphäre zur Verbreitung tödlicher Krankheiten wie Malaria führen. Aber stimmt das? Professor Paul Reiter vom Pasteur-Institut in Paris ist ein weltweit anerkannter Experte für Malaria und andere durch Insekten übertragene Krankheiten. Er ist Mitglied eines Expertengremiums der Weltgesundheitsorganisation, war Vorsitzender des Ausschusses für medizinische Entomologie bei der Amerikanischen Gesellschaft für Tropenmedizin und verantwortlicher Autor einer vom US-Kongress in Auftrag gegebenen Einschätzung über die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels. Stechmücken sind nicht tropenspezifisch. Wie man weiß, gibt es Stechmücken auch in gemäßigten Regionen. Sogar in der Arktis gibt es sie reichlich. Die schlimmste Malaria-Epidemie überhaupt wütete in den 20er Jahren in der Sowjetunion. In einem Jahr gab es 13 Millionen Erkrankungen und 600.000 Tote. Eine gewaltige Katastrophe, die bis an den Polarkreis reichte. In Archangelsk gab es 30.000 Infektionen und rund 10.000 Tote. Malaria ist also keine Tropenkrankheit. Trotzdem will uns die globale Erwärmungsbruderschaft weismachen, dass die Malaria sich Richtung Norden ausbreiten wird. Die vom Weltklimarat IPCC herausgegebenen offiziellen Berichte über den Klimawandel sind häufig sehr alarmierend. Aber wie seriös sind sie? Ich war entsetzt, als ich den zweiten und dritten Klimabericht gelesen habe, denn sie enthielten lauter Fehlinformationen. Es gab keinerlei Bezug auf die wissenschaftliche Literatur. Selbst die streng wissenschaftlichen Veröffentlichungen der Spezialisten auf diesen Gebieten wurden nicht einmal erwähnt. In einem Brief an das Wall Street Journal enthüllte Professor Frederick Seitz, der ehemalige Präsident der amerikanischen Akademie der Wissenschaften, dass Ausführungen von Wissenschaftlern durch den IPCC zensiert wurden. Er schrieb, dieser Bericht ist nicht die Version, die von den beteiligten Wissenschaftlern gebilligt wurde. Mindestens 15 Schlüsselabschnitte des Wissenschaftskapitels waren gelöscht worden, darunter Aussagen wie: Keine dezitierten Studien hat klare Beweise erbracht, dass der Klimawandel auf die Zunahme von Treibhausgasen zurückzuführen ist. Keine Studie hat bislang eindeutig bewiesen, dass der Klimawandel ganz oder teilweise durch den Menschen verursacht wird. Professor Seitz schloss, ich habe niemals eine beunruhigendere Korrumpierung des Gutachterverfahrens erlebt als bei der Erstellung des Weltklimaberichts. In seiner Antwort streitet das IPCC nicht ab, Streichungen vorgenommen zu haben, erklärt aber, der Bericht sei weder auf unlautere Weise entstanden noch tendenziös. Die Unsicherheit über die Gründe für die globale Erwärmung komme darin zum Ausdruck. Die Änderungen gingen auf Stellungnahmen von Regierungen, einzelnen Wissenschaftlern und Nichtregierungsorganisationen zurück. Als ich aus dem IPCC austrat, dachte ich, damit sei die Sache erledigt. Aber als ich den letzten Entwurf sah, war mein Name noch aufgeführt. Ich bat also darum, ihn zu streichen. Daraufhin hieß es, da ich beteiligt gewesen sei, würde er stehen bleiben. Ich sagte, ich sei nicht beteiligt gewesen. Nichts von meinen Aussagen fände sich wieder. Ich musste schließlich rechtliche Schritte androhen, damit mein Name gestrichen wurde. Ich glaube, so etwas ist häufig passiert. Es gibt viele Wissenschaftler, die den Bericht widersprechen und zurückgetreten sind. Ich weiß von einigen. Sie wurden einfach auf die Autorenliste gesetzt und Teil dieser 2500 weltbesten Wissenschaftler. Die Theorie der durch den Menschen verursachten globalen Erwärmung hat heute eine institutionelle Eigendynamik entwickelt. Hier im kenianischen Nairobi haben sich im November 2006 Beamte, Vertreter von Umweltorganisationen, Emissionsfondshändler, Umweltjournalisten und andere zusammengefunden, um über den Klimawandel zu diskutieren. Mehr als 6000 Delegierte kamen zu der von den Vereinten Nationen organisierten 10-tägigen Konferenz. Where I live, we have
In meinem Heimatort gibt es einen kommunalen Klimaschutzbeauftragten. Es gibt einen ganzen Rattenschwanz von Leuten, die auf verschiedene Arten rekrutiert wurden, um auf die eine oder andere Art bei dieser Sache mitzumachen. Die Milliarden an Dollar, die in die Klimaforschung fließen, bedeuten, dass ein riesiger Personenkreis von diesem Geld abhängig ist und alles daran setzt, dass die Klimaforschung